Bevor das eigentliche Video startet, habe ich kurz noch was zu sagen. Es handelt sich bei dem Video um ein kommentiertes Gameplay-Video zu einem Spiel, das im Zweiten Weltkrieg stattfindet, worin man den Verlauf der Geschichte selber beeinflussen kann. Daher ist es nicht zu vermeiden, Personen oder Fraktionen zu sehen, die für manche störend oder anstößig sein könnten. Jedwede meiner Kommentare oder Aussagen sind rein auf das Spiel zu beziehen und haben keinen Zusammenhang mit meiner Meinung außerhalb vom Spiel. Weder mit meiner politischen Meinung noch politischen Orientierung. Das sollte berücksichtigt werden, da alles hier sich rein auf das Spiel und dessen Gameplay bezieht. Das Video ist rein zu Unterhaltungszwecken gedacht und sollte auch nicht anders gesehen werden. Vielen Dank. Da das hier jetzt vor jedem Hearts of Iron 4 Video kommt und ihr das überspringen möchtet, solltet ihr einfach die nächsten 55 Sekunden überspringen. Dann kommt ihr direkt zum Video. Hab gerade nur darüber ein bisschen erzählt, wo ich herkomme, hier Bremen und blabliblub. Jetzt läuft mein Mikro wieder. Kann ich ja gleich nachkommentieren. Da ich ja schnittweise aufnehme, ich muss gleich mal nach dem Fall Deutschland alles rüber tun auf meine externe Backup-Platte. Auf eine meiner externen Backup-Platten. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher genug Platz für alles sein wird. So, wenn Dresden droppt, dann sollte Deutschland kapitulieren, richtig? Deutschland kapituliert bei dem Drop von Dresden. Danach ist nur die Britische Union unser Problem. Oder ist es überhaupt erstmal ein Problem, Dresden zu bekommen? Oder ich spule einfach die Szene vor, die da gerade war, und kümmere mich gar nicht erst darum, das zu schneiden. So, ganz schnell diese Truppe dahin. So schnell es geht. Damit wir dort hinkommen. Okay, und denn um... Ja, das können wir erst klären, wie wir Polen und Co. angreifen, wenn wir wissen, welche Länder wir darum liegen haben. Wenn ihr denn da seid, habt ihr Schiffe, ist die Frage. Weil ihr seid ja mit einer riesigen... Okay, ihr habt keine Schiffe, wunderbar. Italienische Truppen kommen auch schon direkt dahin. Und dann wär's, ja, die Italiener werden dann zuerst da sein wahrscheinlich. Spanisch Marokko hat kapituliert. Oh ja, Spanien ist auch noch so ein Land, das ich gerne denn marionettenmäßig hätte. Also, müssen wir mal gucken. So, die Panzer. So, Gebiet festlegen, damit sie am nahesten gleich an die Front gebracht werden können, wenn es soweit ist. So, sammelt euch da, wo ihr hin wollt. Die letzten Bündnisse der Achse sammeln sich hier auch. Die Chiffre von Deutschland ist jetzt irrelevant. Aber die Chiffre von der Britischen Union kann uns jetzt zum Vorteil werden. Ja. Wie viele Truppen brauchen wir noch? Sind gleich alle da. Wunderbar. Das ist aber eine Menge Truppen, die sich hier um unsere Linie versammelt haben. Wir versuchen es jetzt mal mit der Britischen Union. Wunderbar, wir haben hier keinen Hafen. Kein Flugfeld. Das werden wir jetzt primär bauen, damit wir vielleicht noch die Luftüberlegenheit hier kriegen. Ne, wir kommen da kaum durch. Wir haben hier kein Durchkommen, glaube ich. Doch, da unten. Können wir da einfach nach oben durchpushen? Wir müssen ja nur Stück für Stück jetzt Bodengewinn machen. Könnt ihr nicht da helfen? Ja. Wir müssen nur aus diesem kleinen Bereich rauskommen, sodass wir mehr Truppen, nenne ich es mal, damit die sich weiter spreaden müssen auf eine größere Linie. So, die Panzerdivision. Damit sie schneller im Einsatz sind, kommen sie jetzt erstmal nach Hindenburg. Und dürfen dort... Denn, erstmal trainieren in Hindenburg. Das sollte fair genug sein. So, bist du bald wieder Level up? Nein. Schade, ich hatte Logistik-Genie wäre geil oder Organisator, aber darauf kommen wir wohl nicht mehr. So, das müsste reichen. Wir haben da den Flugplatz erobert. Dann hören wir jetzt auf, hier zu bauen. Oder den haben wir gerade gebaut. Ich weiß es auch nicht. 200 Flugzeuge nehmen wir einfach
Strategische Bomber. Hoppla. Machen wir es nochmal neu. So, nehmen wir die strategischen Bomber. Diese geben wir den Auftrag erstmal hier einfach zu bombardieren. So. Wir haben einen Kessel gemacht, wunderbar. Jetzt können wir hier durch England durchschnellen. Das war's jetzt für die Engländer. Die britische Union wird schneller fallen, glaube ich, als das normale England, als wir gelandet sind. Die haben auf jeden Fall nicht genug Manpower dafür. So, ja, London. Wir stehen jetzt vor den Türen Londons. Liverpool. Liverpool wird auch gleich angegriffen und gleich erobert. Ist erobert. Gut, hier vor London werden wir noch ein bisschen zurückgedrängt, aber ist okay. Liverpool liegt unter unserer Kontrolle. Manchester liegt unter unserer Kontrolle. Wunderbar. Aber London. London wird hart verteidigt. Die geben nicht so einfach London auf, sehe ich gerade. Kriegt ihr noch von irgendwo Verstärkung? Alter. Militärzugang, okay. Ist ein Militärzugang. Gut, das ist mir jetzt egal. Wir brauchen jetzt Deutschland da oben, ist mir egal. Ich will meine Truppen hier unten haben für die volle Breitseite gegen London. So. Gegen die aggressive Breitseite. Ich will London haben. Und die halten London richtig, richtig gut. Das ist natürlich... Ah, wir haben eine Handvoll weniger von denen hier. Die bräuchten wir jetzt wieder. Perfekt, können wir einfach machen. So, mal ganz kurz zu gucken. Die britische Union gegen uns 200.000 Mann verloren. Wir haben gegen sie verloren 40. Also die sind jetzt aktuell durch ihre Defensivhaltung hier etwas übler uns gegenüber. Wir haben doch schon, oder haben wir nicht? Haben wir nicht, okay. Wir kommen da nicht durch, oder was? So, Transportschiffe, Transportschiffe. So, Angriff erzwingen. Los, raus mit den Truppen. Vor allem, das sind spanische Truppen, die London halten. Das ist alles. Diese Handvoll spanischer Truppen sorgt dafür, dass wir nicht gewinnen. Ja, das da oben sollte euch nicht so viel Prozent geben, aber okay. Gibt's doch echt nicht, oder? Ja, dann müssen wir mal kurz ausharren. Die machen Gegenangriff. Klappt auch nicht. Vor allem, die kriegen ja sogar noch Verstärkung. Okay. Dann alle unsere U-Boote. 2 Stück. Was denn? Wir haben mehr als politische Power. Oh, wir haben jetzt keine politische Power mehr. Was ist das? Nehmen wir den hier halt. Du hast U-Boote. Deine Aufgabe ist es Konvoi-Überfall. Hier unten. Oh, die Deutschen sind da auch wieder an Land gegangen. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber können wir da jetzt durchbrechen? Okay, weißt du was? Bringen wir die Panzertruppen von Hindenburg testweise hier an die Front. Der eigentlich sollte der Test gegen Polen gerichtet werden. Aber ja. Hier wollt ihr ja nicht auch auf diese Aufklärung. Oh, 1000 Verteidigung. Alter Falter, das ist heftig. So, die Italiener machen Landung am Hafen. Sollte eigentlich gut laufen. Wir können die U-Boote tatsächlich ja auch dann später hier lassen, wenn wir gegen Italien den Krieg führen.
Ändert ja nichts. Wie Deutschland nachher aussehen wird, ob wir das große Deutschland machen, müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Ich bin wieder bei 10 Minuten, das heißt, ich muss mal kurz. So, ja. Jetzt hat Italien euch von hinten. Gut. Das ist für mich mehr als akzeptabel. Warum die USA ihre Truppen immer noch hier hat, das ist eher fragwürdig für mich, aber okay, kann ich mitleben. Oh, damit müsste jetzt London auch fallen. Okay, fangen wir an. Wir wollen erstmal Deutsches Reich. Ach Gott, ist das viel. Okay, okay, das müssen wir jetzt mal ganz kurz und langsam machen. Ich mache das jetzt auch so. Ich werde jetzt hier schneiden, damit ich das ganz kurz in Ruhe machen kann. Dann seht ihr gleich das Ergebnis. So, Friedensverhandlung vorbei. Ich habe nicht so viel machen können, wie ich wollte. Die Italiener haben viel weggenommen. Wir können mal kurz zeigen. Wir haben Schottland und Wales. Wir haben hier unten Marokko. Dann haben wir hier Katalonien befreit. Wir haben Georgien, Ukraine und Weißrussland. Ich habe aus Versehen Kursk zu meinem gemacht. Das ignorieren wir gekonnt. Das ist dann sozusagen wie so eine Art Botschaft. Müssen wir mal gucken, wie wir es handhaben. Jetzt bin ich gerade dabei, Polen gleich mal aus dem Weg versuchen zu räumen. Genau, wir haben dann auch noch Norwegen für uns genommen. Deutschland und so, das werden wir dann gleich formen. Müssen wir mal gucken. Also aktuell sieht das so aus. Deswegen, wir sind gerade dabei, die Truppen dahin zu verlegen, wo sie hin müssen. Währenddessen kann ich mich schon mal hier bereit machen, ihnen den Krieg. Ah, wir können keine Kriegsziele gegen die fertigen, da die keine weltweite Spannung haben. Dann sieht das natürlich ganz anders aus. Dann werden wir direkt gegen die anderen in den Krieg ziehen. Gegen den Pakt von Rom. Mal ganz kurz gucken, wie wir es handhaben. Also, ich würde lieber an einer geschlossenen Front sein, ganz ehrlich. Also, machen wir mal hier natürlich nicht bis nach oben. Wobei, das müsste gehen. Du nach da. Sozusagen du nach hier. Dass ihr euch um Deutschland kümmert. Und der Rest von euch kommt an diese Front. Bis auf der Grüne. Der kommt nach hier. Müssen wir mal gucken, wie wir es handhaben. Und Kriegsziel rechtfertigen, erobern, da warten ein bisschen, okay. Ja, wie gesagt, das gehört ja nicht alles mehr zum offiziellen Playthrough. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen hin und her. Wir müssen auf jeden Fall eigentlich nur Italien und so besiegen. Sollten wir hinkriegen. Meine Sorge ist ein bisschen die Produktion von allem und auch die Rohstoffe. Aber die können wir von Russland zum Beispiel bekommen. Das hier kriegen wir von Malaysia und Russland kann uns eigentlich das hier geben. Deswegen fragen wir einfach hier Russland an. Normal sollte es jetzt keine Probleme geben. Wunderbar. Ich weiß natürlich nicht, wie stark die Truppen sind. Dann fangen wir einfach an, dass wir Kriegsziele rechtfertigen. Was mir gerade auffällt, wir brauchen natürlich Truppen zu Hause. Das heißt, du wirst hier hingehen, weil das ist unter Kontrolle von Italien. Genau, wir haben jetzt hier auch Vietnam und Laos. Fand ich eigentlich ganz gut. Ukraine und Weißrussland. Ich wollte auch, Kasachstan müsste das hier sein. Die wollte ich. Okay, doch nicht. Wie komme ich auf Kasachstan? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte denn das hier noch. Wait. Wo ist dieser General? Oh mein Gott, der schifft sich gerade nach Hause. Okay.
eigentlich sollte das hier noch sozusagen zu Georgien gehören, hier so ein bisschen was, hier so ungefähr. Dann sollte Weißrussland hier mit oder Ukraine zusammenschließen. Was hier oben gemacht wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht wollte ich auch die Russische Föderation hier oben noch mit hin ausbauen. Das müssen wir dann mal sehen, wie wir das machen. Wir können erstmal warten. Oh mein Gott, das wird eine Weile dauern, bis wir die Truppen an der Front haben. Sehe ich jetzt erst, dass das Probleme geben wird. Wir werden alle Länder nachher in den Krieg mit reinziehen. Wir müssen erstmal gucken, wie wir es handhaben. Wales bleibt denn wohl so, wie es ist. Kriegt leider nicht die beiden Punkte hier oben. Ich dachte, die hätten Aggressionen erzeugt, haben sie aber nicht. Sind auch alle Demokraten, das heißt, dagegen können wir auch keine Kriege anführen. Ja, würde Russland gegen den Krieg anfangen, ist okay. Nee, ich will Russland nicht auf eine integrierte Marionette machen. Ich möchte gerne, dass Russland so ein bisschen unabhängig bleibt. Oh mein Gott, ich sehe gerade, wir brauchen... Ihr geht an diese Front. Wir werden wohl ein Problem kriegen. Wann beginnt nochmal der Krieg? Wir haben noch ein bisschen Zeit, eine Handvoll Truppen auszubilden, die die Front da hält. Wir müssen nämlich theoretisch schnell hier eigentlich eine Schleuse hinschlagen. Sechs. Dann machen wir mal hier weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil, wir brauchen Versorgung da unten. Wir können nicht alles mit Dings regeln. Mit Transportschiffen. Dafür haben wir nicht die Kapazitäten. Ganz ehrlich, wir sitzen selber keine Luftnahunterstützung in der Produktion, ist das Problem. Daher nehmen wir alles, was wir so haben noch und dann nehmen wir jetzt noch den Rest der Jäger. Und die müssen dann dafür sorgen, dass wir hier schnell das kriegen, was wir brauchen. Die USA ist mit wem im Krieg? Ihr seid jetzt mit der USA im Krieg, das heißt, ihr müsst auch eure Truppen dort abziehen. Das heißt, ich kann das schon wieder nicht so machen, wie ich will, weil die USA wahrscheinlich dann hier noch ein bisschen Progress kriegt oder was? Oh Mann. Ah, Mann. Das heißt, ich muss doch nicht so viele Truppen direkt haben, aber das wird doch schon ein bisschen knapp. Hoppla. Das wird also doch nicht so die perfekte Welt vom Aussehen her, weil ich wollte schön Deutschland dann hier groß machen. Müssen wir mal gucken, wie wir es handhaben. Deutschland darf das da oben vielleicht sogar behalten. Gegen die USA will ich keinen Krieg führen, so viel ist klar. Militärzugang beenden. Tut mir leid, USA. Jetzt ist sogar Kanada beigetreten. Oh Mann. Das macht mich nervös, dass ihr noch unterwegs seid. Vor allem... Können wir in der Türkei Anlegerecht bekommen? Nein. Haben wir noch Militärzugang zu denen hier? Nee. Wohin? Wo zum Teufel? Wo seid ihr? Ihr seid das. Okay. Ihr geht jetzt... Ah, lol, ihr kommt gar nicht dahin, wo ihr hin sollt, ne? Ja, verstehe. Das ist das Problem. Ihr kommt nicht dahin, wo ihr hin wollt. Müsst. Tun.
Hallo? So. Dann handhaben wir es anders, dann ist deine Aufgabe mehr oder weniger so, warte. Du und deine Männer müssen sich jetzt an dieser Front zwangsweise zurechtfinden. So. Das heißt, diese 30er hier kommt nach hier unten und wird dann hier durchbrechen. Ja. So. Die USA hat ja schon, wie gesagt, den Krieg angefangen. Kanada ist der Achse den Pakt von Rom beigetreten. Ich hoffe mal, dass wir die Aufteilung so zu meiner Zufriedenheit hinkriegen. Die Truppen sind auch schon an der Front. Wir müssten jeden Moment... Wait. Dafür habe ich jetzt den Krieg erklärt? Ja, okay. Das hat ja wofür anders den Krieg erklärt. Okay, machen wir. Ja, holt einfach alles dazu, was ihr habt. Wir warten noch damit, unsere Leute dazu zu holen, aus dem Grund. Primär muss erstmal das Land hier fallen. Oder wir machen da oben erstmal Progress. Kein Support für die USA, weil die könnten uns sonst zu viel Boden wegnehmen. Wer muss alles fallen? Italien, Großungarn, Legionäres, Bulgarien. Okay, alles auf dem Festland bei mir. Also alles gut erreichbar von meiner Seite aus. Die müssten doch auch bald mit in den Krieg geholt werden. Sonst erledigen wir das. Können wir einfach so... Warte, gegen die nicht? Warte, nee, warte. Krieg erklären. Egal, so. Jetzt können unsere neu gebildeten Panzertruppen da auch mal vorrücken. Ja, wir wollen erst, was wir zu... Oh Mann, die haben so viel. Da machen wir mal kurz Pause, bitte. Okay, Spiel nicht aufhängen. Das könnte der Tod meiner Festplatte sein. Mitten in der Aufnahme, so heftig. So, was wir wollen... Ihr sollt so schnell wie es geht sozusagen hier einen Weg hinhauen, damit wir einen Weg haben Richtung dass wir so eine Art Weg haben für was wir tatsächlich jetzt erstmal machen können, ist euch mit in den Krieg rufen. Weil dann können unsere Truppen schon mal... Wo sind unsere Truppen? Sollte nicht auch da oben sein? Okay, das ist jetzt Fail. Ja, ich habe nicht drauf geachtet. Oh, ihr hättet nach da oben müssen. Schnell geht nach da oben. Ja, wir werden jetzt nach hier unten uns einen Weg durchschlagen. Haben wir die Luftüberlegenheit? Haben wir, aber auch nur in dem Bereich. Noch werden wir keine Offensive hier führen, weil solange wir keine Versorgung haben, würden unsere Einheiten dort verhungern. Einfach fertig. Darum können wir uns nicht kümmern, dass wir hier diese beiden Gebiete kriegen. Da wir keinen Krieg gegen Polen anfangen können. Das heißt, das wird einfach so für ewig so bleiben. Kann man mit leben, sieht nicht schlecht aus. Nicht so schlimm. Gut. Wisst ihr was, ich würde... Ne, ihr geht zur Stadt hier. Und dann nach da oben. Ich will den Flughafen nicht mehr als Gefahr sehen müssen. So, die andere Panzerdivisionseinheit sorgt gerade dafür, dass wir Boden kriegen. Das ist gut. Theoretisch muss ich sagen, ich nehme die Truppen, die jetzt sozusagen hier oben kämpfen und tue die nach unten. Ach ja, was ich ganz vergessen habe. Hier unten machen wir auch noch Progress. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann will ich einen von euch, der einfach direkt hier lang geht. Einer, der von euch nach da geht. So. Das machen wir alles schön und unsere Verbündeten am Anfang. Die haben uns eh kaum was entgegenzusetzen. So, Chiffre.
Deutschland können wir benutzen. Italien wollen wir haben. Gut, das heißt, wir können jetzt mal eben ganz kurz euch nehmen. Hier alles löschen. Hier theoretisch doch auch. Und dann könnten wir euch einmal komplett hier an diese Front entlang klatschen. Bis auf nach da oben, weil das kommt noch nicht. Könnt ihr mal ganz kurz diese beiden hier fertig machen. Da haben wir jetzt aber, den können wir jetzt erstmal Georgien mit in den Krieg rufen. So, wir werden eine Offensive in diese Richtung machen. Und jetzt, wo langsam aber sicher die Versorgung gewährleistet ist, rufen wir euch mit in den Krieg. Was für euch beide jetzt heißt, die Offensive startet. Wollt ihr nicht? Oh, da kommen wir gar nicht durch. Okay, vergiss es dann. Erstmal. Alter, haben die sich ja hart vergraben. Da kommen wir echt kaum durch. Und dann anstatt so aggressiv vorzugehen, machen wir erstmal ein bisschen entspannt. Wisst ihr was? Lösen wir das hier hoppla mal kurz auf. Du darfst natürlich weiterhin aggressiv vorgehen. Sorgen wir erstmal dafür, dass hier oben alles super läuft. Wisst ihr was? Wir nehmen Russland jetzt einfach mal mit zu den Waffen. Wir haben gerade mal 27% gemacht. Ah, gut. Mehr Fronten für sie. Sage ich mal so, ich mache das mal so, wie es ist. Das sind mehr Fronten, auf die sie sich konzentrieren müssen. Wir haben zwar nicht überall Truppen, oder nicht alle Länder haben überall Truppen, aber das wird schon so gut gehen. Freue mich mal ganz ehrlich, wir haben nur eine Handvoll Panzer von der USA. Aber es wird schon gehen, irgendwie so. Die italienischen Truppen oder so sind allgemein gefühlt ein bisschen härter als die Deutschen hier. Diesmal. Vor allem, wir haben hier trotzdem eine relativ schlechte Offensivposition. Klein, deswegen hätte ich gerne Polen erobert. Dann hätten wir hier so eine schöne große Front. Weil die geben ja hier schon förmlich das hier auf. Wir müssen jetzt aber trotzdem langsam immer mehr Punkte machen, weil die können sich hier nur oben gegen Kanada und Co. Offensiv werden. Dann wissen wir so, wir machen hier unten den Rest. Wir werden natürlich hier noch Truppen hinschicken können, blablablub, aber ja. Alter Falter, ist das schwer, gegen die Italiener durchzukommen. Könnte man hier kurz ein bisschen Stress machen. Genauso wie an diesem Hafen. Doch nicht so schwer durchzukommen. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Da brechen wir so durch. Das hier sind natürlich Gebirge. Gebirge ist immer relativ schwer durchzubrechen, finde ich. Also aggressiv vorgehen, Männer. Gibt den Gegnern keine Chance. Ah, unsere kleine 20er... Ja, guck mal. Infanterie, schöne 40er Weite. Panzer, nur eine kleine 20er Weite. Und voilà, passt. So, nicht allzu viel an habt ihr verpasst. Das ist okay. So, bis diese Truppen jetzt hier an der Front sind, kann es einen Augenblick dauern. Diese sollen dann nachher hier noch ein bisschen mit unterstützen. Können wir hier eigentlich durch diese Masse an Truppen eigentlich irgendwie durchkommen? Genau aus dem Grund will ich diese Panzer da oben haben, weil mit denen werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Progress machen oder wenn wir hier oben endlich die zur Kapitulation bekommen. Hier oben ist eigentlich nichts mehr los an Truppen, oder? Das heißt, ihr werdet jetzt zwangsweise hier unten helfen.
Ich will euch jetzt das nicht auf die Art zu weisen. Verdammt. So, ihr werdet jetzt dort zur Verstärkung kommen. Aber ihr werdet anstatt euch zu bewegen, warten, bis die da sind. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Befehl dafür gibt, halt anstatt, oh ja, wir laufen jetzt los. Nee, ihr solltet die Stellung halten, bis die Verstärkung da ist. Gibt es dafür einen Befehl? Weil die Verstärkung hat es nicht einfach, dahin zu kommen. Kann man kaum glauben, ist aber so. Eigentlich müsste sowas wie Kriegsmüdigkeit schon längst eingesetzt haben, weil wir sind eigentlich seit Anfang an im Krieg. Oh fuck, wir müssen jetzt die Truppen doch etwas bewegen lassen. Ja, die ersten kommen jetzt aber langsam an, also es müsste klappen. Dann werden wir jetzt kurz die Offensive pausieren. Und dann ist die nächst angelegte Offensive bereit. So. So, Ostbalkan. Da sind schon die Truppen, okay. Hat geklappt. Ihr seid noch auf dem Weg, gut. Dann könnt ihr euch jetzt erstmal da sammeln. Ihr macht hier oben einfach euer Ding weiter. Theoretisch brauchen wir gar keine Forschung mehr zu betreiben. Ich glaube, auch Atombomben brauchen wir nicht. Belagerung von Ludendorff läuft. Und ab in die Offensive, Männer. Ja, ihr da oben seid eigentlich zur Defensive gedacht, aber macht, was ihr wollt. Ihr verliert da jetzt sogar ein bisschen am Boden, glaube ich. Nee, das ist nur die Offensive, die nach hinten losgeht. Ich glaube, wir brauchen echt keine Forschung erstmal mehr. Norwegen verliert auch am Boden. Hier verlieren wir am Boden. Das ist ja egal. Das bleibt ja selbst bei einer Friedensverhandlung später unser. Hoppla. Das Spiel ist schon so fortgeschritten, dass es ruckelt und leckt, ey. Das ist immer so heftig bei dem Spiel. Hier werden wir nach vorne, nach hinten geschoben. So ist das hier. So, mal ganz kurz pausieren. So, Flughäfen. 400 Flugzeuge. Sind ein paar mehr. Sollte aber gehen. So, hier könnten wir über 1000 reinhauen. Wie lange braucht ihr denn, bis ihr da seid? 36 Tage, okay. Machen wir mal von aggressives Vorgehen auf ein bisschen langsameres, damit die Truppen auch nachkommen. So, Ludendorff ist gefallen. Ihr macht hier schön aggressiv weiter, weil wir brauchen euch so schnell es geht einsatzbereit hier unten. Da wir Polen nicht als sozusagen Umweg nutzen können, müssen wir halt anders vielleicht das handhaben. Beziehung verbessern. Die hassen uns wie die Pest. Kann ich verstehen. So, wie viele Männer haben wir verloren? Wir haben schon ordentlich was verloren. Die aber auch. Problem ist wirklich auch hier oben die Front. Wir kommen hier so langsam nur voran. Vor allem, ja, 36 Tage brauchen die. Fast einen Monat. Norwegen hat kapituliert, ja.
Haben wir dabei eigentlich schon hier alles Wichtige? Hier haben wir alles Wichtige. Ja gut, wir besitzen natürlich nur die amerikanischen Panzer. Wir besitzen gar keine eigenen. Und hier sind wir ganz bis nach da unten vor. Ab und zu bricht mal einer durch. Okay, ich dachte, das wird gegen Italien einfacher. Sind wir doch auf die USA angewiesen, nehme ich an. Ich biete Ihnen den Militärzugang an, falls Sie Hilfe brauchen. Ja, falls Sie herkommen wollen. Ja, wir machen, das ist jetzt immer so ein Hin und Her, deswegen, die nächste Armee ist wichtig, dass sie sich langsam in der Ukraine sammelt. So, Minusproduktion, noch nix. Geht da wieder in Richtung der Panzer. Öl. Können wir erstmal aufhören zu importieren, denke ich mal. Gut, können wir nicht aufhören zu importieren. Aber in einer wahrscheinlich kleineren Menge erstmal von Venezuela. Wobei, Öl, Deutsch-Indien. Ja komm, alles müsste reichen. Ja gut, wir machen leichten Fortschritt immerhin. Was mich halt aufhält, hier gut durchzubrechen, sind halt die Gebirge. Würden wir durch eins dieser Gebirge gut durchbrechen, das war ja mein Ziel, hätten wir eine größere Chance. Unsere Truppen sind allgemein etwas langsamer hier, auch wegen der ganzen Sache. Lizenz handeln. So, komm, mach hinne, spiel, nicht aufhängen. Wie ging denn das nochmal? So, Panzer. Gibt es ein moderneres Modell davon? So, dieser Panzer ist moderner. Also nehmen wir den. Fehlende Ausrüstung, Produktion, luftnahe Unterstützung, das weiß ich. Die besitzen wir nämlich gar nicht. So. 5 Tage. Warten wir einfach mit der nächsten Offensive bis dahin. Und holen wir noch das letzte Treibstofflager. Oh Gott, hier oben ist ja schon fast der Krieg zu Ende. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, das hier oben ist ja schon fast beendet. Hier können wir noch mehr Truppen nach hier unten holen. Japan hat den Philippinen den Krieg erklärt. Bye bye. Wir brauchen erstmal kein Bündnis, wenn unser altes Bündnis erstmal uns indirekt in die komplette Scheiße reiten möchte. Erklär der USA einfach so den. Also, Philippinen ist nicht USA, ich weiß, aber Philippinen sind Marionette der USA. Und Japan dachte sich so: Hell yeah, denen können wir den Krieg erklären. Die spinnen doch. Ganz offen und ehrlich, die spinnen. Und dabei habe ich nichts gegen die eigentlich. Die hätten schön in unserem Bündnis bleiben können. Hätten nur nicht so eine Scheiße machen müssen, grob gesagt. Ja, das hier oben so Weißrussland, hier unten noch so ein bisschen. Mal gucken, wie wir es nachher machen, wie wir es überhaupt können. Könnt ihr mal hier oben die ausmerzen? Könnt ihr denn da dicht machen? Und ihr geht einfach mal hier runter erstmal. Ne, ihr sollt hier hin. Ihr hier.
Wait, da oben ist noch ein Hafen, den wir noch gar nicht haben. Russland beitreten? Ich meine der USA beitreten? Weiß ich auch nicht. Ein eigenes Bündnis erstellen können wir, glaube ich, aber auch nicht, ne? Nee, können wir nicht. Kann man ja nur, wenn wir sozusagen Block der gegenseitigen Unterstützung machen. Oder wie das heißt. Ja, jetzt kommen die langsam erst an, also da braucht noch. Hat Japan uns gerade indirekt den Krieg erklärt? Wir. Dann treten wir wirklich der USA bei. Noch führen die USA und ich den gleichen Krieg ohne Bündnis, aber wenn die Japaner uns angreifen, dann führen wir auf jeden Fall den gleichen Krieg mit Bündnis. So, wie lange brauchen die Infanterietruppen denn, bis sie da sind? Nochmal gute 20 Stunden. Und das ist mir dann auch egal, ob die Japaner das mögen, dass ihre ehemaligen Verbündeten Krieg gegen sie führen oder nicht. Oh, die machen hier mehr Progress. Die drängen uns zurück. Die drängen uns heftig zurück. What the fuck is wrong here? Verteilt euch. Ich brauche meine gesamte Manpower eigentlich da unten. Alles, was wir eigentlich haben, brauche ich dort. Gut, du kannst jetzt einfach schon mal vorrücken und dich auch mit hier sammeln. Na da. Das hier oben. Kriegen wir schon alleine hin. Das liegt an der Menge der Truppen. Wir werden kein gutes, schönes, aussehendes Land hinkriegen, dadurch, dass wir doch darauf angewiesen sind, mit der USA zusammenzuarbeiten. Wiederum sehe ich das auch jetzt nicht als Problem. Wir haben es denn immer hinter uns und da muss man damit leben, dass die Welt nicht so schön ist. Das würde natürlich mit einem Mod besser gehen, wo wir komplett über die Friedenskonferenzen handhaben können. Das wäre dann aber immer so ein bisschen, finde ich in meiner Ansicht, nicht so schön. Landung der Italiener. So, Gegenoffensive. Jetzt aber schnell, Leute. Das sieht diesmal schlechter aus als davor. Vor allem, das ist wirklich so ein Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Und ihr seid immer noch nicht dort? Nope. Hoppla, wo ist die Front? Da ist die Front. Wird man jetzt hier sozusagen durchbrechen. Also der Schwachpunkt hier der Front ist immer noch das hier unten Bulgarien. Hier oben Rumänien wird ziemlich heftig. Wir sollten trotzdem versuchen, so aggressiv wie es geht vorzurücken. Noch sind wir im Positiven, bis auf mit den Panzern. Das Problem liegt daran, dass wir aber noch mehr militärische Produktion brauchen, die wir noch nicht haben. Waffenfabriken und Co. Das hauen wir jetzt nämlich erstmal raus.
So, noch keine weiteren Level-Ups? Nee. Scheinbar nicht. Wir machen einfach auch mit der Forschung der Schiffstechnik weiter. Wenn Bulgarien zum Beispiel... Bulgarien und Ungarn sind am einfachsten zum Kapitulieren zu bringen. Bei Bulgarien brauchen wir die Hauptstadt, glaube ich, fast nur. Und dann ist Ungarn auch fast nur die Hauptstadt. Rumänien müssen wir natürlich auch loswerden erstmal. Rumänien ist aber etwas problematischer von ihrer Position her, in meinen Ansichten. So. Oh, wir haben eine Truppe überrannt worden. Eine Infanterietruppe. Weil die nicht schnell genug zurückkam. Okay, langsames Vorgehen und erstmal Stellung halten. Okay, zwei Truppen wurden von uns überrannt. Das ist übel. Beides Infanterie? Beides Infanterie. Die werden zu langsam für die moderne Kriegsführung. Ja, ich sag ja, es ist so ein Hin und Her hier. Gerade weil hier auch so viele Truppen überall sind, das ist wirklich so ein... Komm, machen wir den letzten auch nochmal kurz. Das ist wirklich immer so ein Hin und Her ist.